Guten Tag, herzlich willkommen zu einem kurzen Pressestatement des Bundeskanzlers Karl Nehammer und des kosovarischen Premierministers Kurti. Der Bundeskanzler ist an Bord. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Premierminister Kurti heute hier bei uns zu Gast ist. Der Premierminister des Kosovo ist nicht in Österreich, weil es jetzt uns gerade mal so eingefallen ist, sondern der Premierminister ist hier, weil Österreich und der Kosovo eine ganz enge und vertrauensvolle Beziehung zueinander haben. Wir haben ein Stück weit über die Geschichte gesprochen. Von Erhard Buzek bis Alois Mock waren österreichische Politiker Franz Vranitzky daran beteiligt, dass die Unabhängigkeit und Freiheit des Kosovos ein europäisches Thema werden und dass die Unabhängigkeit und Freiheit des Kosovos deshalb so ein zentrales Thema auch für Österreich war, weil Sicherheit und Freiheit für Menschen unabdingbar sind. Der Kosovo hat seine Zeit genutzt, die Regierung hat ihre Zeit genutzt, der Unabhängigkeit und Freiheit dafür einzusetzen, dass, und ich sage das hier wirklich in voller Anerkennung, unglaublich viel geleistet worden ist. Der Kosovo hat sich zum Ziel gesetzt, ein Teil der europäischen Gemeinschaft zu sein, ein Teil der europäischen Familie und hat dafür sehr viele Anstrengungen unternommen. Im Kampf gegen organisierte Kriminalität, im Kampf gegen Korruption, im absoluten Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit. Und das ist politisch eine große Herausforderung, oft an diese Kulturänderungen auch politisch mit den Menschen, diesen Weg mit den Menschen zu gehen. Und was mich besonders freut, ist, dass der Weg belohnt wird. Wir werden mit 2024 die Visaliberalisierung mit dem Kosovo erleben. Und das sind strenge Prüfungen, die das überhaupt erst ermöglichen. Und die sind eben glaubhaft und überzeugend durch die Regierung, durch die Behörden im Kosovo dargebracht worden. Aber neben dem Sicherheitsaspekt und neben den rechtlichen Fragen ist der Kosovo auch für die österreichische Wirtschaft ein interessantes Land. Wir haben viele gemeinsame interessante Investitionen schon vorgenommen und werden jetzt die Zukunft tatsächlich weiter ausbauen. Was meine ich damit? Der Kosovo hat das gleiche Thema wie alle Staaten Europas, nämlich Energie, Energieversorgung, Sicherheit. Und auch da die Abhängigkeit von fossiler Energie und diese zu reduzieren und zurückzudrängen, das sind Ziele, die uns beide vereinen. Und Österreich wird hier begeistert einen Beitrag dazu leisten, dass erneuerbare Energie, der Ausbau von erneuerbaren Energie im Kosovo vorangetrieben wird. Was besonders ist, und das möchte ich auch dazu sagen, der Kosovo hat gezeigt, dass er ein hohes Maß an Interesse hat, Teil der europäischen Familie zu sein. Und deswegen unterstützt Österreich auch den Weg des Kosovo in die Europäische Union, wie im Westbalkan allgemein. Deswegen unterstützt Österreich auch die Bemühungen Kosovos für den Europarat. Wir wissen alle, dass die Europäische Union in dieser Frage nicht geeint ist. Es gibt Europäische Unionsmitgliedstaaten, die die Anerkennung nicht durchführen. Umso wichtiger ist es, dass wir im engen Austausch sind und Österreich dabei auch einen Beitrag leisten kann, eine Brücke zu bilden, einen Weg zu finden, die Mitgliedstaaten noch davon zu überzeugen, dass es richtig und wichtig ist, den Kosovo in die Familie der Europäischen Union genauso wie alle anderen Westbalkanstaaten mit zu integrieren. Ich freue mich sehr, dass unsere Kontakte immer stärker werden, dass wir unsere Beziehungen immer weiter ausbauen. Wir haben eine enge polizeiliche Kooperation. Der Kosovo war damals einer der Länder, der sofort seine Hilfe angeboten hat nach dem Terroranschlag. Das werde ich nie vergessen. Ich war damals Innenminister. Es gab sofort eine vertrauensvolle Zusammenarbeit unserer Sicherheitsbehörden, Informationsaustausch, weil es unser beider Interesse ist, gegen radikale Kräfte in der Gesellschaft vorzugehen und neben der Sicherheit eben jetzt auch der Ausbau der wirtschaftlichen Kooperation, daran arbeiten wir und darauf freue ich mich. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler. Herr Premierminister, bitte.
Vielen Dank, Kanzler Nehammer, für die Einladung und für Ihr herzliches Willkommen. Es ist eine große Ehre und Freude, von Ihnen hier willkommen geheißen zu werden, hier wieder in Wien zu sein. Es ist mein erster offizieller Besuch in diesem Jahr im Ausland. Und wo könnte man besser damit beginnen als in der wunderschönen Stadt Wien, der Stadt großer Komponisten, großer Denker. Und aus vielen guten Gründen ist Wien auch ein Brückenkopf für den Westbalkan. Ich bin froh, hier zu sein. Österreich ist ein guter Freund und ein wichtiger Partner für den Kosovo. Österreich hat uns unterstützt im Kampf um Freiheit und Friedenssicherung. Österreichische Soldaten haben viele Jahre lang in der KFOR-Friedenstruppe gedient und Österreich hat auch das Bildungswesen im Kosovo unterstützt. Wir danken Ihnen für den Beitrag zu Frieden, Entwicklung, Demokratie und Wohlstand für unser Land und die ganze Region. Von den 70er Jahren an bis zu den Ende der 90er Jahre war Österreich die Heimat für viele unserer Bürgerinnen und Bürger, die vor dem Krieg und der Besetzung geflohen sind. Heute leben und arbeiten sie hier und studieren hier ungefähr 70.000 Bürgerinnen und Bürger des Kosovo, die für uns BotschafterInnen sind. Wir haben hier nicht nur einen Botschafter. Sie sind lebende Brücken zwischen unseren Ländern und unseren Kulturen. Wir sind dankbar für diese Beziehung. Wir freuen uns darauf, unsere freundschaftliche Beziehung noch weiter zu vertiefen in jeder Hinsicht. Vor weniger als zwei Jahrzehnten war diese Stadt auch Zeuge schwieriger Verhandlungen und schmerzhafter Kompromisse, die schließlich zur Unabhängigkeit Kosovos geführt haben. In einem Monat werden wir 15 Jahre der Unabhängigkeitserklärung feiern, das 15-jährige Jubiläum unserer Republik. Wir haben eine moderne europäische Verfassung mit den am meisten fortgeschrittenen und umfassenden Minderheitenrechten, nicht nur in unserer Region, sondern in Europa und darüber hinaus. Österreichische Diplomaten, Politiker und Aktivisten haben Kosovo unterstützt in Zeiten der Not und heute dienen sie auch als Stimme für Kosovo in den EU-Institutionen. Wir sind sehr dankbar dafür und es ist auch ein Beweis unserer guten freundschaftlichen Beziehungen. Mit Österreich als Partner an unserer Seite werden wir sicherlich wichtige Ziele für Kosovo erreichen. Einige dieser Ziele sind gemeinsame Ziele. Wir haben heute darüber gesprochen in meinem Treffen mit dem Kanzler. Wir werden weiter an den Reformen arbeiten, um den Weg zur EU-Mitgliedschaft zu beschreiten. Den Antrag haben wir vor einem Monat gestellt. Wir schätzen die Unterstützung Österreichs für unseren Antrag. Laut vieler unabhängiger Bewertungen ist Kosovo das demokratischste Land am Westbalkan. Unser Ziel ist die volle Integration in die EU. Nicht im Schnellverfahren, nicht durch die Hintertür, sondern indem wir die EU in unserem Land aufbauen, mit unseren Menschen, mit unserer Bevölkerung und auf Grundlage der geteilten gemeinsamen Werte, Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus, Demokratie, Frieden und Wohlstand. Wir streben auch die Mitgliedschaft im Europarat an und ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Kanzler, für Ihre Unterstützung unseres Antrags. Die Einbindung von Kosovo in die internationalen Institutionen und Organisationen sowie Mechanismen ist essentiell für den Frieden und den Wohlstand in der Region. Wir haben auch über den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine gesprochen. Ich habe dem Kanzler auch den Einfluss der Russen im Westbalkan durch verschiedene Akteure beschrieben. Er hat den Angriffskrieg in der Ukraine verdammt und Sanktionen unterstützt.
Bei uns sind 12 ukrainische Journalisten, die jetzt in Pristina wohnen, in unserer Hauptstadt, und wir bieten ihnen die Möglichkeit zur Arbeit. Wir bieten auch die Aufnahme von bis zu 5000 ukrainischen Geflüchteten an. Ich habe auch gesprochen über unseren konstruktive und kreative Einstellung und Praxis im Dialog mit Serbien. Dieser Dialog sollte zu einem Abkommen über die vollständige Normalisierung der Beziehungen zwischen unseren Ländern führen, mit dem Kernstück der gegenseitigen Anerkennung. Ich habe dem Kanzler auch versichert, dass durch unsere reformorientierte Regierung und unsere junge, talentierte Arbeitskräfte es noch mehr Raum gibt für Zusammenarbeit, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Handel. Wir sprachen über den Ausbau der schon ausgezeichneten bilateralen Beziehungen in Politik, Wirtschaft und Kultur. Ich habe ihn auch eingeladen, dass er mit einer Wirtschaftsdelegation, davon wird es dieses Jahr mehrere geben, nach Kosovo kommt. Sie sind hiermit eingeladen. Vielen Dank. Drei Fragen. First question, the Kosovarian Television. Erste Frage, kosovarisches Fernsehen. Badolce von Radio TV Kosovo. Ich möchte etwas über die Position Österreichs hören, über den Dialog zwischen Pristina und Belgrad, der in Brüssel geführt wird. Meinen Sie, dass der französisch-deutsche Plan führen würde zu einem Abkommen, einer Einigung, die für beide Seiten annehmbar wäre? Österreich versteht sich nicht nur in dem Verhältnis zwischen Serbien und Kosovo, sondern für alle Westbalkanstaaten als Brücke hinein in die Europäische Union. Die besondere Situation zwischen Serbien und Kosovo besteht nun mal darin, dass beide Staaten den Weg finden müssen, so miteinander umzugehen, dass eine friedliche und auch vor allem prosperierende Zukunft möglich ist. Da ist es wichtig, auch von den internationalen Partnern so viel Raum zu lassen, dass beide Staaten frei entscheiden können, wie weit sie jeweils in den Verhandlungen gehen. Und gleichzeitig ist es wichtig, das wird Österreich immer gerne tun, dort zu helfen, wo man aus verschiedenen Gründen keinen Kompromiss findet. Ich glaube, dass es wichtig ist, warum Österreich ein guter Partner ist, ist die österreichische Geschichte. In unserer Geschichte sind viele Fehler passiert. Wir haben viel gelernt und dieses Wissen aus der eigenen Geschichte heraus biete ich meinem serbischen Kollegen an, in der Rolle des Vermittlers, um Brücken des Dialogs zu bauen, biete ich es dem Kosovo an, weil es nur Frieden und Stabilität und Sicherheit gibt, wenn man zueinander findet. Das heißt, konkret hängt es natürlich von den Verhandlern ab, ob der Plan aufgeht. Aber das Wichtigste ist immer, dass man Zeit hat, um einen gemeinsamen Weg auch zu finden. Und wo immer es notwendig ist, wird Österreich dafür eintreten, als Verhandlungsort, als Verhandlungspartner, als Brückenbilder zur Verfügung zu stehen, eben auch aus seiner historischen Erfahrung heraus, weil es wichtig ist, da dieses Wissen auch gemeinsam zu teilen. Ich bin da in einer intensiven Diskussion mit dem Präsidenten von Serbien und freue mich immer wieder, wenn wir einander treffen, um auch hier für den Kosovo in dem Sinne Lösungswege aufzuzeigen. Vielen Dank. Die zweite Frage, Austria Presseagentur, bitte. Vielen Dank. Thomas Schmidt, Austria Presseagentur. Eine Frage, my question goes to both
Meine Frage richtet sich an Sie beide, Herr Kanzler, Herr Premierminister. Haben Sie auch über konkrete Beiträge gesprochen, um die Stabilisierung im Norden Kosovos zu erreichen, die Situation zu stabilisieren? Der Premierminister hat eine ausgeweitete KFOR-Präsenz gefordert. Wurde das besprochen? Haben Sie darüber nachgedacht? Der Premierminister hat es angesprochen. Österreich ist der größte Truppensteller in KFOR als Nicht-NATO-Mitgliedstaat. Über 300 Soldaten sind derzeit im Dienst im Kosovo für Frieden und Sicherheit. Wir unterstützen die Forderungen da des Kosovos, wenn es darum geht, auch hier noch mehr Sicherheit zu generieren. Sind bereit, auch mehr Soldaten, je nachdem wie KFOR entscheidet, auch zu entsenden, weil, und das ist wichtig zu wissen, sowohl Serbien als auch der Kosovo KFOR unterstützen. Und daher also volle Bereitschaft, erstens in der Truppenstellung, so wie sie bis jetzt läuft, volle Bereitschaft, wenn es notwendig ist, das Truppenkontingent aufzustocken, in Absprache mit der Verteidigungsministerin. Und in weiterer Folge aber, was noch viel wichtiger ist, eben immer wieder als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen, wenn es notwendig ist. Denn was man auch gesehen hat, zwischen Serbien und dem Kosovo an der Grenze eskalieren Krisen manchmal, aber es sind beide Staaten immer wieder in der Lage, auch diese Krisen zu deeskalieren. Das ist aus meiner Sicht wichtig. Man darf sich als Partner immer nur dann einbringen, wenn es von beiden Seiten auch gewünscht ist. Ansonsten ist es gut, wenn beide Seiten die Lösung selbst finden. Ich habe die Situation im Norden Kosovos beschrieben in unserem Gespräch. Im Jahr 2022 haben wir 16 illegale Durchgänge geschlossen. Ende Dezember wurden 16 Barrikaden auf legalen Übergängen errichtet. Diejenigen, die sie errichtet haben, haben sie aber auch wieder beseitigt. Ich denke, dahinter steckte das gleiche Motiv, die gleiche Emotion. Aus Angst vor der Rechtsstaatlichkeit errichteten sie die Barrikaden und auch aus Angst vor der Rechtsstaatlichkeit haben sie sie beseitigt. Es ist gut, dass unsere Polizei nicht eingreifen musste und KFOR, wo Österreich einen großen Beitrag leistet, hat alles friedlich gelöst. Wir haben unsere Bereitschaft bezeugt und unser Interesse an einer größeren KFOR-Präsenz, mehr KFOR-Truppen im Kosovo, denn Serbien hat 48 Feldlager in Abstand von weniger als 5 Kilometern von der Grenze, 28 des Militärs und 20 der Gendarmerie. Aber vor allem geht es um die Präsenz von pro-russischen militärischen und paramilitärischen Elementen wie den Nachtwölfen und Söldner der Wagner-Gruppe. Diese wurden festgestellt in der Gegend. Das hat nicht erst jetzt begonnen, das begann bereits Ende September 2021, als der russische Botschafter in Belgrad zum Grenzübergang zwischen Serbien und Kosovo kam, um die Ansammlung der serbischen Truppen zu inspizieren, mit MiG-29 auch als Luftunterstützung. Also aufgrund dieser Situation, unserer Sorge, nicht unserer Angst, haben wir mehr KFOR-Truppen gefordert. Fast 20 Jahre sind jetzt österreichische KFOR-Soldaten in Kosovo. Tausende sind gekommen und wieder gegangen. Und in all diesen Jahren gab es keine Vorfälle. Wir haben nur gute Erfahrungen, gute Erinnerungen an Kommunikation und Kooperation zwischen unseren Leuten und unseren Institutionen mit den österreichischen Soldaten.
Ich habe eine Frage. Wenn Sie sich auf die Zukunft richten, die Serben im Kosovo sagen, sie wollen den serbischen Gemeindeverband. Wenn sie den nicht bekommen, dann gibt es keine weiteren Gespräche. Wäre das möglich, dass das entsteht? Was sind hier Ihre Sorgen? Und wie sieht es mit einer endgültigen Vereinbarung aus? Gibt es noch Verhandlungen nach dem französisch-deutschen Plan? Wie sieht die Zukunft aus? Der Vizepräsident der Europäischen Kommission und der Außenbeauftragte der EU, Josep Borrell, besteht darauf, dass wir das den EU-Vorschlag nennen, der von Frankreich und Deutschland unterstützt wird. Das akzeptiere ich voll und ganz. Am 19. September letzten Jahres haben wir diesen Vorschlag erhalten. Ich meine, dass die Sorgen zu Minderheitenrechten behandelt werden können im Rahmen des Dialogs zum Abkommen, das auf diesem Vorschlag gründen soll. Ich betrachte das als gute Grundlage für die Diskussion. Wir sind jetzt zu einem Zeitpunkt, wo wir sprechen, wo wir diskutieren über eine Einigung zwischen Kosovo und Serbien zur vollen Normalisierung der Beziehungen. Und da kann auch das Thema des Gemeindeverbands behandelt werden. Aber laut der Verfassung der Republik Kosovo, die viele Privilegien der serbischen Minderheit zuerkannte und die von Martti Ahtisaari, dem früheren finnischen Präsidenten, erstellt wurde und Albert Rohan. Ahtisaari hat den Friedensnobelpreis erhalten. Diese Verfassung erlaubt keine ethnisch basierten Vereinigungen. Der erste Satz dieser Einigung von Ahtisaari und Rohan verfasst, lautet, dass Kosovo eine multiethnische Gesellschaft ist. Das heißt, ethnisch basierte Vereinigungen sind nicht im Geiste der Verfassung. Aber wir wollen die größten Garantien und Rechte für alle Minderheiten garantieren, nicht nur die serbische Minderheit. Und dem bin ich verpflichtet, da bin ich bereit. Aber wir können nicht die Verfassungsmäßigkeit unserer demokratischen Republik untergraben. Vielen Dank fürs Kommen. Einen schönen Tag noch. Dankeschön.